der Suche nach der wilden 13 haben wir Kuddelmuddel gerettet. Die Piraten hatten ihn einfach im Meer ausgesetzt. Er hat uns erzählt, die Piraten hätten ein Buch, in dem die Herstellung des Kristalls der Ewigkeit erklärt wird. Da wussten wir, wie wichtig es war, die Piraten aufzuspüren, bevor sie uns alle bedrohen konnten. Bei unserem Flug sind wir ins Tal der Dämmerung gelangt, wo unser Freund Yeti Kreti Pleti, der Schneemensch, lebt. Kuddelmuddel ist bei ihm geblieben und wir sind weitergeflogen, weil wir die Piraten einholen wollten. Verflixtes, frostiges Eisland. Wenn ich es, dieses geheimnisvolle Kristall der Ewigkeit, habe, dann werde ich das Eisland auftauen und pflanze dort Schokoladenlakritze. Kräutertee für eure hocherhabene Verschnupftheit? Och, Giften. Bah, wie fiesling, du schleimige Flohwanze. Willst du mich etwa damit vergiften? Nein, euer Triefnasenheit, das ist nur Tee aus köstlichem Seetang. Mit Ozeanwasser zubereitet, denn unsere Süßwasservorräte sind schon alle. Ach, ich hab das alles dick und satt, jetzt reicht's mir. Ich hab die Fahrt satt, den Kahn, die See, das Meer, das Wasser und die Wellen. Schluss jetzt, ich will nach Hause. Das Prost und Gesundheit, Herr Admiral! Aber vor allem hab ich diese drei traurigen Walrossstecken da satt. Hey, wie wär's, wenn ihr eure Wasserschöpfkellen wieder in Bewegung bringen würdet? Ihr seid Seeleute und keine Rollmöpse im Dauerschlaf. Herr Admiral, Sie verletzen unseren Seefahrerstolz. Sie verletzen die Seeregeln und unseren Vertrag. Wir Seeleute sind in diesen Sachen ganz pingelig. Für den Fall, dass ein Lochleck in der Schiffswand ist, hatten Sie uns heilig versprochen, wenn über 200 Gallonen Seewasser täglich in den brüchigen Schiffsrumpf reinsprudeln, dann muss das Leck auf Kosten des Kapitäns repariert werden, weil die Sorge für die Sicherheit der Seeleute an erster Stelle stehen muss. Ihr, meine teuren Freunde, meine bienenemsigen Wasserschöpfer, meine treuen Seeleute. Ihr dürft wählen, welchen Kurs wir segeln. Ich werde euch künftig nur noch loben. Gut, dann segeln wir am besten nach Westen. Denn es heißt, in der Ecke gäbe es noch eine Menge Länder zu entdecken. Oder auch nach Osten, um die Sonne aufgehen zu sehen. Bloß eins geht nicht. Wir wollen nicht nach Süden runter, denn sonst müssten wir eine Gefahrenzulage fordern, weil sich dort die Piraten rumtreiben. Wieso Piraten, ne? Nun ja. Dort unten in der südlichen See sind viele Schiffe auf Grund gelaufen und das bedeutet, da gibt's ungeheure Schätze und das bedeutet, dort gibt's viele Piraten. Ist ja reizend. Ich hatte euch versprochen, ihr dürft den Kurs aussuchen, also segeln wir einfach südwärts. Das hat keiner von uns gesagt. Süden hat er gesagt, wir schippern nach Süden, ich hol mir die Schätze und kann davon eure Zulage bezahlen. Also Seeleute auf eure Posten. Was? Hab ich das wirklich gesagt? Das hätte mir auch eher einfallen können. Die üble Winde 13, die mein kostbares Logbuch gestohlen hat, kann ich selbstverständlich nur dort finden, wo sich alle Piraten rumdrücken. In der südlichen See. Bitte entschuldigt vielmals, euer Ex-Kaiserlichkeit, aber wenn diese Seeleute das Schiff steuern, haben wir niemanden hier an Bord, der das Wasser ausschöpft. So ein Schwachfug. Ich sehe da jemanden, der nichts zu tun hat. Der kann das Wasser ausschöpfen. Oh, etwa ich? Aber ihr seid doch krank. Wer kümmert sich um euch, euer Kränklichkeit, wenn ich Wasser schöpfen muss? Quark! Käsequark, ich bin nicht krank. Ich bin quietschgesund wie ein Frosch. Na komm, du oberfauler Ängerling, fang an. Los, geh, sonst säuft der Kahn noch ab. Wie ihr wollt, euer Ex-Erkältlichkeit. Ich gehe, ich eile. Jetzt suchen
wir schon stundenlang. Herr Kuddelmuddel hat behauptet, dass Sie in die Saphirsee fahren wollten. Ein Piratenschiff kann doch nicht einfach durch die Luft segeln. Ach nein, und eine Lokomotive kann das? Natürlich nicht. Nur unsere Emma kann sowas. Aber du weißt doch, Jim, wie groß diese Saphirsee ist. Seht ihr die kleine Insel dort unten? Die gucken wir uns näher an. Wundervoll, so viele Palmen. Da muss es massenhaft Kokosnüsse geben. Ganz bestimmt. Ich schlage vor, wir holen uns ein paar davon. Ich lande am besten in der kleinen Bucht da. Sieh mal, Lukas, da liegt ein Schiff in der Bucht. Aber ich kann niemanden an Bord sehen. Was für ein mächtig gewaltiges Schiff. Und die vielen Kanonen. Und die Flagge. Ein Totenkopf auf gekreuzten, abgenagten Knochen. Merkt ihr was? Wir haben es endlich geschafft. Das muss das Schiff der Wilden 13 sein. Nun können wir endlich Molly befreien. Sei nur nicht so hastig, Jim. Die Wilde 13 wird uns Molly wohl nicht so einfach überlassen. Sie haben unser Perpetuum Mobil noch nicht entdeckt. Wir sollten ihnen mal einen riesigen Schreck einjagen. Wundertolle Idee. Die sollen das Heulen und Zähneklappern kriegen. Ganz vorsichtig ranfliegen. Merkwürdig. Die scheinen alle an Land zu sein. Wir sollten auch mal Seeräuber spielen und ihr Schiff entern. Keine schlechte Idee, mein Junge. Ich finde, wir sollten das ausnutzen. Auf dieser Seite können sie uns von Land aus nicht sehen. Fantastisch! Dann können wir also Molly ganz leicht retten. Nicht wir, ich, weil ich allein gehe. Was? Lukas, es geht doch um Molly. Nein, ich will auch mitkommen. Nein, die haben bestimmt noch eine Wache an Bord gelassen. Und wenn ich erwischt werde, dann rufe ich und du startest gleich, damit ihr von hier wegkommt. Aber Lukas, Jim, ich... Sieh mal, falls sie mich entdecken, dann musst du Lisi in Sicherheit bringen. Hm? Das mache ich, Lukas. Wenn ein Wächter an Bord wäre, hätten wir ihn inzwischen schon Alarm schlagen hören. Ja, und deshalb ist es für Lukas überhaupt nicht gefährlich da drüben. So ist es. Also kletter ich eben auch darauf. Was? Hast du vergessen, was Lukas gesagt hat, Jim? Da ist doch weiter keiner. Du hast selbst gesagt, es ist nicht gefährlich an Bord. Und vor allen Dingen sind wir hier, um Molly zu retten. Je schneller wir sie finden, desto ungefährlicher ist es. Deshalb gehe ich jetzt nach drüben. Dann gehe ich auch rüber, Jim. Auf keinen Fall, Lisi. Du musst hier bleiben. So, und warum? Weil es furchtbar gefährlich ist da drüben. Ach, du hast doch eben gesagt, es ist gar nicht gefährlich da drüben. Ja, aber wenn die Piraten wieder zurückkommen, können wir viel leichter fliehen, wenn wir weniger sind. Das ist doch Unsinn. Schon vergessen, du hast mir eben gesagt, je schneller wir sie finden, desto ungefährlicher ist es. Aber Lisi, einer muss doch hier auf Emma aufpassen, hm? Du weißt ja, warum Pipapo sie uns im Eisland entführen konnte. Ja, sicher, aber du könntest sie doch genauso gut bewachen und ich klettere dafür nach drüben aufs Schiff. Aber, na schön, einverstanden. Dann gehst du eben und ich werde hier bleiben. Nein, umgekehrt wäre es doch besser. Du gehst und ich warte hier, hm? Nein, nein, Lisi, du gehst, denn es gibt keinen Grund, warum ich gehen sollte und nicht du. Doch, natürlich. Und dieser wichtige Grund ist dir nicht mal eingefallen, Jim. Man hat dir Molly gestohlen und nun ist sie auf dem Schiff. Sie ist deine Lokomotive. Also solltest du Molly auch wieder zurückholen. Sie ist sicher traurig und wartet auf dich. Also geh, beeil dich, Jim. Liebe kluge Lisi, wenn ich dich nicht hätte, wundertoll, dass dir das eingefallen ist. Geh schnell und sei bloß vorsichtig. Molly? Oh nein. Molly, wo steckst du denn? So eine Stockfinsternis. Sie muss unter einer von diesen Planen sein. Na komm schon. Na endlich. Hm? Entschuldigen Sie. Mal sehen. Gibt es noch irgendeine Ecke, wo ich nicht gesucht habe? Ahoi. Ihr 13 auf dem Schiff. Sie kommen zurück, nicht hier weg, es ist höchste Eisenbahn. Wir lauern hinterm Riff. Wir sind so fies und mies. Come down in Gold und Kies. Der Schücken ist und Trick. Holen wir alle Stück für Stück. Jim, mach Emma startklar, die Piraten kommen zurück. Aber wieso ist Jim nicht bei dir, Lukas? Warum soll er bei mir sein? Du willst doch nicht etwa sagen, Jim ist an Bord gekommen.
Verdampft und zugedreht. Was ich auch sage, dieser Jim Knopf macht doch, was er will. Keine Bange, Lisi. Ich hole ihn sofort. Hoffentlich ist Molly unter dieser Plane, aber wie ich die Piraten kenne, ist es bestimmt wieder eine Kanone. Ne? Wieso liegen hier so dicke Ketten rum? Molly? Molly, meine liebe Molly! Oh, liebe kleine Molly, du hast mir so gefehlt. Aber jetzt hast du es überstanden. Wir sind wieder zusammen und kein Pirat kann uns mehr trennen. Nur keine Sorge, ich krieg die Kette schon irgendwie runter. Ich muss mich nur richtig anstrengen. Diese Kette sitzt so fest, ich kann sie einfach nicht zerreißen. Jim! Jim! Wo steckst du denn bloß, hm? Also, wenn ihr treue, kluge, rücksichtsvolle Piratenbrüder seid, die ihren Hauptmann ehren und fürchten, dann kein Wort mehr über meine Feinde, verstanden? Dieser Kaiser Punging gehört dazu, Frau Malzahn, Kuddelmuddel mit seinem Schlummerhummer, Jim Knopf und Lukas und... Jim Knopf und Lukas! Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Aber ich sehe ihre Dampflokomotive am Backbrot da drüben. Hä? Diese verflixte Lokomotive! Nein, das ist unmöglich. Ich habe diesen Blechhaufen selbst und persönlich mit dem blauen Schiff versenkt. Piratenbrüder an die Kanonen, die wollen wir nicht schonen. Hauptmann, wir hocken hier doch im Rettungsboot. Mir doch egal. Wurst egal. Das ist kein Grund, die Lokomotive nicht zu versenken und den Angriff abzublasen. Kanoniere, wir schießen auf sie mit Kokoschnüssen. Lukas, Hilfe! Die Piraten greifen an! Ahoi, Männer! Feuert aus vollen Händen! Lukas, beeil dich, die Piraten! Jim! Lukas, komm schnell her! Hey, Jim Knopf! Entschuldige, Molly, ich kann dich leider nicht entketten. Warte, ich hole Lukas. Und mach dir keine Sorgen, ich komme gleich wieder zurück. Lukas, wo steckst du? Du musst mir helfen. Lukas! Halt dich gut fest, Lisi, wir starten sofort. Aber wo ist Jim geblieben? Keine Ahnung, ich konnte ihn nirgendwo finden. Ich glaube, er hat sich versteckt, aber noch länger warten geht nicht. Das ist zu gefährlich. Wenn ihn jetzt keine sieht. Sorge, Lisi. Er wird's schon schaffen. Hauptmann, sieh mal, Nicolomo Locomomo. Da staunt der Klabautermann und die Haie wundern sich. Männer an die Kanonen, auch wenn dieser Kohlenkasten jetzt fliegen kann, macht nichts, wir versenken den trotzdem. Lukas, Lisi! Ich glaub's einfach nicht. Sie lassen mich allein zurück. Macht schon, Brüder. Wir müssen an die Bordkanonen. Die Piraten. Und zack. Zu spät! Die sind zu hoch für unsere Kanonen. Aber jeder bleibt auf seinem Posten, Männer. Wenn die zurückkommen, dann holen wir sie wie die Fliegen vom Himmel runter. Ahoi! Toll, das muss die Kapitänskajüte sein. Bescheiden ist der Hauptmann wirklich nicht. Irgendwo habe ich dieses Zeichen schon mal gesehen. Hey, das ist vielleicht das Buch, von dem Herr Kuddelmuddel gesprochen hat. Schade, Lisi hatte wirklich recht. Den könnte ich lesen. Würde ich jetzt sofort rauskriegen, ob was über das Kristall der Ewigkeit drin steht. Diese verflixte Lokomotive hat mehr Leben als eine Katze. Das ist doch zum Möwenmelken. Jetzt fliegt die auch noch in der Luft rum. Alles läuft schiefer als schief. Noch schiefer geht's nicht. Ich möchte wissen, was diese Spielverderber auf meinem Schiff zu suchen hatten. Ahoi! Eins schwöre ich dir, Jim Knopf. Piratenehre, wenn du mir noch einmal entwischen solltest, dann fresse ich meinen Hut. Oder ich will nicht länger der Hauptmann dieses Schiffs sein.
Eure Eltern machen sich vielleicht schon große Sorgen, wo ihr so lange bleibt. Also los, macht schon, fliegt davon. Schnell, sie warten doch auf euch. Würde es eure erhabene Majestät vielleicht erfreuen, wenn ich einen köstlichen Ping-Apfelkuchen backe? Oder vielleicht einen herrlich duftig schmeckenden Napfkuchen mit Lotusblütenblättern? Guter Schufulupiplu, ich sehe, du willst mich aufmuntern, weil du glaubst, dass ich traurig und furchtbar unglücklich bin. Aber du brauchst dich nicht zu sorgen, es geht mir prächtig. Wirklich? Ja, glaub mir, ich habe aus der Vergangenheit gelernt. Ja, ja, denn weißt du, ich habe beschlossen, mich nie wieder der Verzweiflung hinzugeben, wie damals nach der Entführung von Lissi. Euer Majestät, höchster Erhaben hat die Besatzung des blauen Schiffes wohl. Würdet ihr aufgeregten Dümmlinge euch erst beruhigen, damit unser erhabener Kaiser euch auch versteht? Ja, erhabene Majestät, ich erkläre euch mal die Nachricht. Also, jetzt mal ganz ruhig. Du bist dran, Ratterglock. Wie wir eben ausführlich ausgeführt haben, Majestät, ist die Mannschaft des blauen Schiffs sicher gerettet und putzgesund. Oh. Na, was sagst du jetzt, mein lieber treuer Schufulupiplu? Und du hast dich gesorgt. Niemals den Mut verlieren, sie wurden gerettet. Nur, erhabene Majestät, 3 Passagiere werden vermisst. Ich meine vermisst. Oh, entschuldigt bitte. Die Freude hatte mich überwältigt. Wer sind die 3 bedauernswerten Reisenden? Naja, das sind Jim und Lukas und... Und Lissi? Mein armer Liebling, meine liebe Tochter wird vermisst. Nein, das ertrage ich einfach nicht. Wie schrecklich. Euer Majestät, sorgt euch nicht zu sehr. Ihr dürft jetzt nicht die Hoffnung verlieren. Keine Angst, denn eure Tochter ist bei Jim und Lukas. Die beiden passen schon auf, dass ihr nichts passiert. Sie kann also in keiner allzu großen Gefahr sein. Hey, der Koch hat doch recht, oder? Hä? Lissi, geht's doch gut, stimmt's, Ratterglocke? Eins steht fest, wenn sie Jim gefunden hätten, dann wäre großer Lärm an Deck. Aber da ist es ganz ruhig. Tatsächlich? Großartig. Ja, Jim hat es schon immer verstanden, sich gut zu verstecken. Ihm passiert schon nichts. Und du kommst das nächste Mal an die Ankerkette. Wir sinken! Alle Mann sofort an Deck! Jim, Knopf, jetzt ist es aus! Wohin? Piratenbrüder! Jim, Knopf ist an Bord! Er wollte gerade unser Logbuch abstauben! Ist es denn so staubig in deiner Kajüte, Hauptmann? Du Fischkopf, ich meine natürlich, er wollte uns das Buch klauen! Ahoi, wer den Jungen schnappt, kriegt eine extra Doppelration Brathering! Ja, Brathering, mein Lieblingsfutter! Hey, kommt her, er ist hier oben! Fangt endlich diese Land- und Wasserplage, diesen Frechlachs, der wird ein Festschmaus für die Haie. Hast du gehört? Du entkommst mir nicht, du gehst mir ins Netz, du Knopfsardine. Ja. Wo ist der denn? Du kannst zwar gut springen, Junge, doch wir kriegen dich trotzdem. Da könnten ja sogar die Affen neidisch werden. Weg ist er. Ja, ich hab ihn erwischt. Hier ist unsere flinke kleine Sardine. Ja, nein, das ist mir ein schlüpfriger Aal. Na, wohin jetzt? Das war ja gut, wie der hier ruft. Der kleine Pirat. Die kleine Fusel. Unglaublich. Tja, du knirpsiger Hosenknopf. Das ist das Ende der Kletterstange. Jetzt wünschst du dir, du wärst eine Möwe, was? Hüpf ruhig, aus der Höhe knallst du aufs Wasser, wie eine Kanonenkugel auf die Planken. Ich verwette meinen Enterhaken, dass du gar nicht schwimmen kannst. Jim, wir sind hinter dir. Was hab ich dich? Ja. An die Kanonen, Brüder! Na los,
versenkt diese fliegende Lokomotive ein für alle Mal! Lukas, ich schaffe es nicht! Was hast du gesagt? Jim, du darfst nicht aufgeben. Nein, hast du verstanden? Halte dich gut fest. Durchhalten, Lucy. Junge! Ich bin zu schwach. Ich schaff's nicht. Doch, du kannst es schaffen. Du darfst nicht aufgeben. Wenn du dir mit aller Kraft vorstellst, dass du es unbedingt schaffen musst, dann schaffst du es bestimmt. Du darfst überhaupt nicht loslassen. Wer soll sonst die wilde 13 besiegen? Denk immer an die Worte des goldenen Drachens. Du musst nur dein Selbstvertrauen behalten. Dann wirst du auch siegen, Jim. Lucy! Lukas! Ich rutsch ab! Jim, du glaubst doch nicht etwa. Wir lassen dich einfach so runterfallen. Da hast du dich schwer geirrt. Ist dir irgendwie nicht ganz gut, Hauptmann? Oh, Jim. Ich habe so eine Riesenangst gehabt. Alles in Ordnung, mein Junge? Ja, das verdanke ich nur euch beiden. Ohne euch würde ich auf dem Meeresgrund liegen, das ist sicher. Oder vielleicht angekettet sein wie Molly. Hast du sie gesehen? Hm? Ja, aber ich konnte die Ketten nicht zerreißen, die sie ihr angelegt haben. Das Buch, von dem Kuddelmuddel erzählt hat, habe ich auch gesehen. Was, tatsächlich? Wo die Geschichte von dem Kristall drin steht? Naja, ich habe keine Ahnung. Ich konnte es ja nicht lesen. Aber außen war ein seltsames Zeichen drauf, genauso eins wie das hier. Das kenne ich. Das habe ich im Schiff unten gesehen. Ja, auf so einer Figur. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich es schon vorher irgendwo gesehen habe. Ich glaube, ich habe es auch schon gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wo das gewesen ist. Hätte ich doch nur etwas mehr Zeit auf dem Piratenschiff gehabt. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ich bin an allem schuld. Ich habe nicht auf dich gehört und euch deshalb in große Gefahr gebracht. Entschuldige. Das solltest du dir gut merken. Wenn du zu einer Mannschaft gehörst, mein Junge, kannst du nicht nur das tun, was du willst. Du musst doch an die anderen in der Mannschaft denken, nicht nur an dich. Hast ein Riesenglück gehabt. Es ist ja nochmal alles gut gegangen. Das Wichtigste ist, nun weiß Molly, dass du sie nicht vergessen hast und dass du sie schon bald da rausholst. Ja, ich komme wieder und hol sie mir zurück. Diesen Piratenmieslingen mache ich noch gewaltig Dampf. Ich hol mir nicht nur Molly, sondern auch noch dieses geheimnisvolle Buch. Und wir beide helfen dir dabei. Da hat die wilde 13 nichts zu lachen. Ja, verlass dich darauf, mein Junge. Wir lassen unsere Molly doch nicht in den schmutzigen Händen dieser Übelpiraten. Die kriegen noch eine Menge Kohlenstaub von uns verpasst. Das gibt einen gewaltigen Husten.